Twitch und alle anderen Plattformen, die es da noch so gibt, auf diese schönen Sachen reagieren werden und so, ne? Ich glaube, ich muss wirklich mal laufen. Ich bin gleich wieder da. Jedele, da sind wir auch wieder. Ich muss mal das Näschen schnäuben und ja, mal schauen. Was ich halt als Problem sehe, ist, dass nicht mehr der einzelne User die Lizenz benötigt, sondern die Plattform. An sich. Hellalal, Hocker, jetzt krieg ich auch noch Schluck auf hier oder was? es geht hier los. Das kann ja nicht sein. Sondern die Plattform braucht die Lizenzen. Ja, das sehe ich auch total bescheuert, aber hey, in dem Sinne ist es ja nicht unser Problem, ne? Ja, wobei, ich finde es total bekloppt, weil mal so. Nebenbei erwähnt, da sind wir uns, denke ich, alle ziemlich einig, es ist nicht umsetzbar, nicht wirklich. Also, da ja heutzutage eigentlich jeder ein Urheberrecht haben kann, könnte und so weiter und so fort. Und ja, aber die Problematiken hatte ja. Auch der Solmecke, der Rechtsanwalt da so extrem angesprochen und dass das eigentlich in der Realität so wie es sein solle oder sonstiges. Ja, wobei ich habe auch schon ein tolles Statement-Video von ihm gesehen. Wow. Und das beim ZDF. Da war mal wirklich so ein Reporter richtig pfiffig drauf und hat den auch richtig gepiesackt in dem Sinne mit seinen Nachfragen und allem. Und ja, man weiß ja, ne, also Politiker, frag mal was nach, du kriegst keine Ahnung, was für eine Antwort, aber nicht das, was du hören wolltest. Also, ne, normal. Und ja, aber okay, so ist es du. Und ja, aber dann hat er dann irgendwann doch erklärt, so nach dem Motto, Pipapo. Und also jetzt genau dieses Beispiel, ne, also was ja der Solmecke quasi genannt hat, jetzt angenommen, du schießt ein Bild von einem Baum, weil wir alle Bäume so lieben, und ich lade es jetzt hoch.
So, und die Plattform ist jetzt dafür zuständig, ja, dass die die Lizenz haben oder so. Also erstens, filtern ist ja sowieso, wow. Womit soll das filtern? So, entweder er macht Overblocking, dann heißt es, Bäume werden hier nicht akzeptiert, weil Baum. oder aber er lässt es doch zu. Jetzt könnte aber ja du hingehen, der ja eigentlich der Urheber ist dieses Bildes, der Copyright-Besitzer und YouTube verklagen dafür, ne? Und das machen wir dann, ne? Also wir kennen ja das Beispiel und so, das so. Jetzt war aber die andere Frage, die der Reporter gestellt hat: Was ist denn, wenn ich jetzt hingehe und schieße ein Bild? Ich habe das Copyright, ich lade es hoch auf meine Homepage. Und jetzt möchte ich aber, dass das Bild oder Video oder was auch immer nicht auf YouTube oder Facebook oder sonst wo erscheint. So, wo er dann, ne, also er müsste ja zig Plattformen hinterher rennen, in dem Sinne, und das in den Filter einspeisen lassen. Und darauf hat dann der liebe Axel gesagt, nee, müssen sie nicht. Nur wenn sie sehen, dann können sie es ja melden. Und dann hat er gesagt, aha, okay, also bleibt ja alles beim Alten, ne? Und er so, ja, eigentlich irgendwie schon. Ich so, was? Also da hat er sich so irgendwie in die Nesseln gesetzt. Das ist grandios. Also, ich weiß nicht, irgendwo wird das Ding auch noch auf YouTube sein oder so. Also das, ich finde das absolut grandios. So, warte mal, du bringst die Nägel jetzt auch mal dahin zum Verkauf. Meine Güte. Verkaufen. Alles muss raus. Sonderschlussverkauf. musst du dir ein Mannequin vorhin hinstellen mit einem Bömmelchen oder so, hier eine Glocke oder so, weißt du? So ein Stand. Bin ich hier im falschen Film? Das ist doch das heutige System. Ja, drum ja. Genau das ist ja das. Das hat er gesagt. So nach dem Motto, nee, sie müssen da nicht allen hinterher rennen, sondern sie müssen ja nur gucken, da wo es dann gelandet ist, quasi. Also muss ja trotzdem allen Plattformen hinterher rennen. Das ist totaler Quatsch. Und da müsste man das dann der Plattform melden. So. Und die müssen das dann natürlich wieder runternehmen oder so, ja. Also genau das alte System. Wo ich denke, hä? Wie jetzt? Das macht keinen Sinn, oder? Also er hat im Grunde genommen zugegeben, dass es gar nicht realisierbar ist, was sie da fordern. Es ist so traurig, aber ja, was willst du machen? Es ist witzig. Also wenn es nicht so witzig wäre, so zum Heulen wäre, wäre es ja wirklich witzig. Also, aber naja, gut. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, vielleicht findet man ja noch einen Weg, das Ganze ein bisschen wieder rückgängig zu machen oder so. Oder dass vielleicht irgendjemand mal so macht und sagt, hey, Leute, ich glaube, wir haben ein bisschen Scheiße gebaut. Wer weiß. Es kann ja dem einen oder anderen mal ein Licht aufgehen. Ich weiß es nicht. Also, ja, also von daher würde ich sagen, naja, dann müssen wir erstmal abwarten, Tee trinken und vor allem die Gesetze müssen ja erstmal gegossen werden und. Bis dahin ist glaube ich, noch viel Wasser die Wupper runter hier laufen. Also von daher, mein Gott, ne, 2 Jahre haben wir noch Zeit. Hat er ja gesagt, ganz toll. Und ja, dann schauen wir mal, ne, was dann kommen wird. Vor allem, naja, ich weiß nicht. Aber wenn wirklich solche Schlauberger... Wenn wirklich solche Schlauberger auf die Idee kämen, die der Säumeke da vorgeschlagen hat,
Ja, nach dem Motto, hey, ich bin der Urheber, du lädst es hoch und ich verklag YouTube. Oder Twitch oder Facebook oder was auch immer. Na juppie, die werden sich bedanken. Also die haben dann Klagewellen des Wahnsinns. Ja, ich weiß, dass jetzt nicht mehr der User, sondern die Plattform haftet. Das ist ja genau das. Das ist ja das, was der Solmecke auch gesagt hat. So am Anfang bei dem Vorschlag, ne, der da war. Und deswegen sagt er ja, also es ist eigentlich schon, naja, Anstiftung? Nein. Aber, ne, es ist eine bescheuert gute Idee in dem Sinne. Allerdings, ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen, also mal ehrlich. Weil es ist sowieso alles irgendwie Quark. Ja, also mal richtiger Quark. Mit hier diesen Vorwürfen und tralala, dass sie ja mit fremden, copyright-geschützten Materialien ihr Geld verdienen. Ja, irgendwo schon, aber hey, Baum, also sagen wir mal so, dass man da jetzt nicht unbedingt einen Film hochladen sollte, ja, wie die Zeitmaschine zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz toller Klassiker. Oder ähnliches. Ja, oder ja, sonstige Filmchen, die es alle noch so gibt, die natürlich Copyright geschützt sind. Das ist doch klar. Also, das war ja vorher eigentlich auch so, ne? Also, da kann man theoretisch YouTube schon ein bisschen an Pranger stellen. Dass sie da nicht hingehen und sagen, ja, ist ja schön und gut, aber ich habe kein Holz mehr. Na toll. Aber ja, ne, also die haben ja wirklich zum Beispiel Jackie Chan Filme. Oh, herrlich. Die haben so viele davon. Naja, leider in viel, viel grausiger Hust. Teils Auflösung oder Qualität. Aber na gut, nicht jeder Film wird auch 16:9 gerendert in HD, ne? Also, ja, könnte man machen, muss man aber nicht, ne? Also, es muss auch nicht immer alles perfekt sein oder eben auf neu umgemodelt, getrimmt und keine Ahnung was. Also, manchmal ist es auch schön, einen Klassiker so zu genießen, wie er ist. Ja, also, das ist... Könnte man auch teils mit manchen Spielen oder so vergleichen. Ja, jetzt stell dir mal vor, du würdest... Na gut, ein SNES macht es auch, theoretisch. Also wenn du es richtig einstellst. Kannst du auch das Bild so skalieren lassen, dass es 16:9 ist. Aber jetzt mal ehrlich, 4:3 auf 16:9 skaliert? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, das ist so ein bisschen... Ja. Das ist so ein bisschen blöde. In dem Sinne. Ja, wie soll ich das sagen? Ne? Also. Wenn das Bild dann zu sehr in die Breite gestreckt wird, finde ich zumindest. Ne? Vor allem ist es. Teils ist es auch dann so, dass man diesen Flair des Spiels teilweise auch nicht mehr so hat, wie es früher einmal war. Klar, vielleicht hat man links und rechts einen schwarzen Balken oder sonst was. Aber mein Gott, ne? Ist halt alt. So. Ja, also, ich weiß auch nicht. Manchmal macht es einfach mehr Sinn, einen Rahmen vielleicht rumzubauen. Das habe ich zum Beispiel bei... Oh Gott, wie hieß das noch? Dr. Mario oder sowas? Oder Dr. Wario? Gibt ja auch ganz viele. Bei Fronk ist Kronk. Da habe ich zum Beispiel, bin ich hingegangen und habe eine Diskette genommen vom N64. So quasi eine Diskette, wie man sie so kennt. Die man da so reinschiebt. Und habe quasi da, wo das
Cover eigentlich ist. Da habe ich quasi das Video reingebaut. Und links und rechts habe ich dann noch zwei Figuren und ja, gibt's ihm. So, ich finde, das hat auch irgendwie was, ne? Also dann hat man auch so ein bisschen noch was Kreatives dazu getan, finde ich zumindest, ne? Also anstatt einfach nur zu sagen, so, bumm, baum und dann läuft's, ne? So haben wir jetzt, nee, wir haben gar keine Bretter, oh Gott. Leute, wir haben keine Bretter. Ach so, ja, Moment mal, ich wollte, das ist typisch wieder, wenn man 50 Baustellen gleichzeitig anfängt. Ah! Wo ist meine Systematik geblieben? So, jetzt haben wir hier erstmal das weggeratzt. Ja, vor allem, das Ding ist ja auch, der Davidu, also der tippt ja auch gerade richtig schön viel. Finde ich auch mal toll. Gut, ne? Auf dem Handy, ich weiß nicht. Achso, mein Handy ist, glaube ich, drüben und lädt irgendwo. Nee, aber auf dem Handy rumtippen. Ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Das ist nicht so meins. Also, ich weiß es nicht. So. Oh, ja, Davidu. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Und schlafe gut. Träume schön. Bis zum nächsten Mal. Denk mal, du musst morgen arbeiten oder so, ne? Ja. Dann backe schön ein paar Brötchen. Und so. Und was du sonst so backen tust. Wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön. So. Ja, so, wie gesagt, wir wollten jetzt mal, eben ein neues Gebäude bauen und dementsprechend, Moment, ein Sägewerk, genau, ein Sägewerk wollten wir dahin ballern. So. Jetzt haben wir ein neues Sägewerk, ein zweites. Das macht auch wiederum Bretter. Ja. La 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 la. Oh, Drehkurbelwend. Mama mia, das ist ja der Wahnsinn. Lalali, lalalö. So, ja, nee, Quatsch, wo gucke ich denn schon wieder? Mein Gott, ich bin heute ein bisschen neben der Kappe, merkt man das? Nein, gut, dann ist schön. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein richtiges Problem in dem Sinne, dass wir gar keine Bretter haben. Bedeutet, ja, ich müsste ein Wägelchen oder so einsetzen. So, einmal da lang, dann müssten wir hier entlang, quasi hier entlang. Da, und da ist Schluss, weil wir haben keine Bretter mehr. So, das bedeutet 1, 2, 3. Ich hoffe, das reicht aus. Und, ja, dass wir quasi hingehen und hier ein Wägelchen einsetzen. Oder ein Mannequin. 10 Bretter? Okay. So, dann würde ich sagen, das Mannequin macht das hier mal, ne? So, von hier quasi, nein, das andere Häuschen dahin bringen. Und jetzt schmeißen wir hier das gute Stück wieder an. Ein paar Arbeiter hinein. So, dementsprechend haben wir 10 Bretter. Der schluckt die erstmal alle wie sonst was.
So,